Ich komme ja aus einer Stadt, da gibt es den kleinsten Karnevalsumzug der Welt. Karneval sagt man hier schon gar nicht, das ist Fasnacht. Heute versuche ich mal einen Tag lang Aushilfsbärenfanger zu sein. Das heißt, die Bärenfanger aus Unterkochen waren so freundlich, mich einen Tag lang unterzuhaken. Ich muss gestehen, ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind kurz vor Weihnachten. Man hat mir ein bisschen Angst genommen und hat gesagt, so gegen 3:30 könnte das Ganze ja vorbei sein. 3:30 aber nicht den Nachmittag, sondern den Morgen. Von da lassen wir uns gleich mal überraschen. Meine Rolle kenne ich auch schon, ich werde der Pulverteufel sein. Also lassen wir uns überraschen, viel Spaß. Hey! Bärenfanger, Bärenfanger, hoi, hoi, hoi! Bärenfanger, Bärenfanger, hoi, hoi, hoi! Ein historisches Datum. Okay. Aber auch der Tasse ist natürlich auch gut. Schöner heißer Kaffee. Bei den Oberkochen angekommen. Ich bin der Pulverteufel und wir haben jetzt die Behindertenwerkstatt des Samariterstifts besucht. Tolle Stimmung. Ein Kapellmeister sagte mir gerade, das ist das ehrlichste Publikum, was wir hier haben. Also eine ganz große Schule, hat richtig Spaß gemacht. Jetzt geht's auf Station Nummer 2. Erste Pause. Hier gibt es was lecker zu essen. Gabi macht immer Nudelsuppe. Das ist ganz toll. Kommt hier wirklich angereist vom Herzfeld und verteilt Suppe an die Bärenfanger aus Unterkochen. Diesen Lapsus habe ich mir im zweiten Video erlaubt. Ich habe wirklich Bärenfanger aus Oberkochen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Bin zu aufgeregt heute. Mittlerweile hat sich auch mein Gesicht verändert. Und gleich geht es zum Straßenkarneval nach Schlossberg. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Truppe ist lustig drauf. Gegessen habe ich
Und nachher kriege ich wahrscheinlich auch irgendwann mein erstes Bier. In diesem Sinne, Bärenfanger unterkochen. Ja, wer den Bären, beleidigt, der sei zur Mahlzeit bereit. Drei, vier, braune Strümpfe, braune Hosen und ein buntes Hemd. Tragen alle Kopfmasken, die man Bären nennt. Und sie waren auch dabei bei der großen Lumperei. Hoch droben auf dem Berg, gleich unter den funkelnden Sternen, da weiß ich ein Haus, das wartet auf dich, mein Schatz, du alte Katz. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Umzug nach Schlossberg. Busfahrt überstanden. Ich habe gelernt, man sollte die Sachen während der Busfahrt ausziehen. Ich bin kletschnass geschwitzt. Das ist unglaublich. Jetzt geht's hoch. Keine Ahnung, was mich erwartet. Aber einer im Bus hat gesagt, du kannst nicht mehr auf Toilette gehen. Seitdem muss ich. Und zwar ganz, ganz nötig. Jetzt lass mich überraschen, was uns gerade so erwartet. Ich laufe meinem Fahrzug hinterher und der wird mir dann schon zeigen, was geht. Rosenmontagsumzug als quasi aktives Mitglied. Es hat echt Spaß gemacht. Ich hatte die Maske auf, habe zweimal Kinder umgerannt, weil ich nicht nach unten sehen konnte. Aber es war echt total spannend. Heute Abend geht es jetzt mit dem Romo weiter. Wir werden noch durch zwei Städte fahren. Und jetzt geht es nochmal in den Bus, eine halbe Stunde oder eine Stunde sich ausruhen. Tolles Fazit, ganz tolle Leute. Es gibt ganz strenge Regeln. Man darf die Maske nicht lupfen. Man darf keine Haut zeigen, also ist eigentlich verboten. Aber das lernt man alles. Und es macht einen irren Gaudi, Leuten die Mütze zu klauen. Ich habe mich aber nicht getraut, anderen Leuten Schnürsenkel zu klauen. Ansonsten wirklich toll, kann ich jedem nur empfehlen. Ist eine ganz andere Sichtweise auf die Fasnachtszeit. Also in diesem Sinne, ich freue mich auf den Abendtermin. Da muss ich mich als Cowboy verkleiden, aber auch das werden wir hinkriegen.